Mala Karasana ist die Stellung des Girlandenmachers oder auch desjenigen, der Japa-Malas macht. Annika zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz, Beine gestreckt. Von hier bringe die Fußsohlen zusammen und die Knie auseinander und dann fasse mit den Händen um die Zehen und bringe sie etwas näher zu dir hin. Anschließend beuge dich nach vorne und bring den Kopf auf die Füße und verharre dort. Das ist Mala Karasana, die Stellung des Girlandenmachers. Zu vermuten ist, dass die Stellung sich darauf bezieht, dass indische Mala-Macher, die auf den Füßen ein Tuch haben und dann auf dem Tuch die zu machende Girlande haben und mit den Händen dann die Girlande machen. Diese Stellung als Yoga-Asana hilft, die Hüftflexibilität zu entwickeln. Sie ist auch eine Vorübung für Kurmasana, die Schildkröte, auch geeignet für Menschen, die die Schildkröte nicht machen können, aber den Nutzen dieser nach innen gehenden Übung haben wollen. Wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und schreibe in die Kommentare Erfahrungen mit diesem Asana. Mein Name Sukadev. Asana vorführend ist Annika, hinter der Kamera Eduard.